Das war aber richtig knapp. Der Gebieter. Jetzt kommt nämlich der Teil von Halo 2, was sehr interessant ist, dass man auf einmal die Gegenseite spielt. Also es kommt noch hier bestimmt eine Cutscene. Aber ich sagte schon mal so vorher, dass man eben jetzt auf einmal die Seite wechselt und für die Feinde kämpft. Wie weit müssen wir den denn noch schleppen? Gibt doch genug Zellen. Schmeißen wir ihn doch hier rein. Die könnten Futter gebrauchen. Wie? Was ist mit uns? Mein Magen knurrt. Und sein Fleisch ist so geröstet, wie ich's mag. Ruhe! Ihr beide jammert wie daumenlutschende Grunts. Er kommt nicht ins Gefängnis. Die Hierarchen haben was Besonderes mit ihm vor. Edle Propheten der Wahrheit und Gnade. Hier bringe ich den Versager. Sie dürfen gehen, Tartarus. Aber ich dachte... Und nehmen Sie Ihre Brutes mit. Befreit den Gefangenen. Der Rat verurteilt Sie zum Tod durch Erhängen. Dann wird Ihre Leiche in der Stadt ausgestellt. Die endgültige Entscheidung über Ihre Exekution liegt aber bei mir. Ich bin schon tot. In der Tat. Wissen Sie, wo wir sind? Im Mausoleum des Gebieters. Genau. Hier ruht die Vorhut der großen Reise. Alle Gebieter vom ersten zum letzten. Jeder von ihnen erschaffen und gefallen in Zeiten außergewöhnlicher Krisen. Die Zähmung der Jäger, der Grandaufstand. Ohne die Gebieter würde die Allianz schon lange nicht mehr existieren. Sogar auf den Knien habe ich kein Recht, hier zu sein. Halos Zerstörung war Ihr Fehler und Sie tragen die Schuld zurecht. Aber der Rat war übereifrig. Wir wissen, dass Sie kein Ketzer sind. Das ist das wahre Gesicht der Ketzerei. Er zerstört unseren Glauben und stachelt zur Rebellion gegen den Hohen Rat an. Das sind falsche Propheten. Öffnet eure Augen, meine Brüder. Sie nutzen den Glauben an unsere Vorväter aus, um uns alle zu vernichten. Die große Reise ist... Dieser Ketzer und alle, die ihm folgen, müssen sterben. Ihre Lügen beleidigen alle, die dem Weg folgen. Was tauge ich noch? Ich kann weder Schiffe noch Truppen in den Kampf führen. So wie es ist, nein. Aber wären Sie Gebieter, Sie würden mit unserem Segen diese Ketzerei bekämpfen. Was ist mit dem Rat? Ihre Aufgaben als Gebieter sind gefährlich, selbstmörderisch. Sie werden sterben, wie alle Gebieter vor Ihnen. Deren Überreste werden dem Rat übergeben. Was kann der Gebieter jetzt tun? Als wir der Allianz beitraten, schworen wir einen Eid. Wir erfüllen unsere Pflicht. Alle, ohne Ausnahme. Bei dem Blut unserer Väter. Bei dem Blut unserer Söhne. Wir schwören die Treue zur Allianz. Treue bis zum letzten Atemzug. Alle, die diesen Eid brechen, sind Ketzer. Verdienen weder Mitleid noch Gnade.
Sie nutzen die Konstruktionen der Lords zur Verbreitung ihrer Lügen. Wir werden sie zermalmen wie Dreck. Und unseren Marsch zur Erlösung fortsetzen. Der Panzer steht Ihnen. Das Mal verbirgt er aber nicht. Nichts vermag das. Sie sind der Gebieter. Der Wille der Propheten. Aber das sind meine Eliten. Ihre Leben zählen für mich. Ihres aber nicht. Da sind wir schon zwei. Anführer, jetzt steht es fest. Der Sturm wird die Anlage treffen. Wir sind längst fort, wenn das geschieht. Krieger, kampfbereit machen! Ja, da sind wir in der Rolle des Gebieters. Und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Ja, und wir haben sogar ein neues Hub, oder es sieht halt nur ein bisschen anders aus, mit lila. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Schön, hat er gehackt. Aber wir haben neben den Granaten noch was ganz Besonderes. Na, sagt er das? Aktive Tarnung einschalten. Zeigt euch erst, wenn der Gebieter den Kampf mit dem Feind aufgenommen hat. Genau, wir haben nämlich aktive Tarnung. Sie machen das auch, Gebieter. Aber Vorsicht. Ihr System ist nicht so neu wie unseres. Ihre Tarnung hält nicht ewig vor. Genau, bei denen hält das ewig. Bei mir sieht man, nimmt es leider immer ab. Wie, der hat's doch nicht überlebt, oder? Das ist hier durcheinander. Das war nicht so gut. Da hinten. Aber so überlegen die einen Schlag hier so. Oh, jetzt bin ich hier unten gelandet. Ah, scheiß Kiste hier im Weg. So kann man sich auch sehr schön verstecken dann. Ich wette, das... Genauso. Was haben sie? Ah! Die DMR von der Allianz gesehen. Sind Präzisionsgewehr. Wenn man präzise schießen könnte. Ach, das... Oh, das ist der meine. Ja, manchmal erkennt man nicht hier, wer fährt. Also zumindest ein Eifer des Gefechts. So, der ist mein Freund. Gut, das war's, ja. Oh, da bin ich. So wollte ich runter ein. Ach, ist ja auch genug so viel Schuss. Wir kommen alle von einer Seite. Das Schöne ist auch mit dem Schwert, dass es sich so ein bisschen ranzieht denn noch. Ein kleiner Schub gibt es. So, oh, haben wir wieder Munition bekommen. Das ist sehr gut. Dann fahren wir mal runter. Wächter, die heiligen Krieger des Sacred Ring. Warum haben die sich mit den Ketzern verbündet? Eine ehrenvolle List. Mhm. Musik klingt sehr bedrohlich. Mhm.
Da ist ja noch einer. Ach. Okay, der oben. Hab gar nichts verstanden, was der jetzt gesagt hat, aber. Nein! Ach, das Schwert ist ja alle. Das ist ein bisschen schade, dass das Schwert auch so eine Art Munition hat anscheinend. Oder Energie, die dann auch leider irgendwann verbraucht ist. Das heißt, ich müsste mir auch eine neue Waffe anpassen. Sag mal, wie viel stecken die denn rein? Hat er genau getroffen. Ich verschlage ich doch. Das mal Pistole ist natürlich nicht so. Aber für die Teile. Auch wenn sie explodieren und mir selber noch Schaden machen. Ja, gut. So, Bena hier gute Munition. Scharfschützengewehr wäre hier bloß ein schlecht in so einem engen Raum. Wo ist jetzt los? Muss ich hier was aktivieren, ne? Ja. Halten Sie die Stellung, ich unternehme einen Versuch. Hat damit bestimmt unsere Leute rein können. Genau. Mal erstmal Platz schaffen, ne? Dann muss das Schiff erstmal hier raus. Kommen hier wieder welche. Nö. Hä? Schießt du denn? Du wirft sogar irgendeine Granate. Was geht denn hier ab? Also mal. Sick hin. Ja, okay. Meine Leute schalten die mal aus. Nicht mal auf dem Radar jetzt gerade, doch da hinten. Okay. Ich bin jetzt gerade nur Zuschauer. Ah, jetzt geht's wieder los. Na komm. Und wo sind deine Propheten jetzt? Ach, der ist hier runter. Ah, jetzt ist auch die Tür da unten offen. Wo ist denn noch einer da? Da. Ah, scheiß Ecken hier. Auf jeden Fall erhalten wir eigentlich ein bisschen mehr aus, habe ich das Gefühl, jetzt der Master Chief. Eigentlich alles gut. Hier ist er noch ein Fall. Oh, nein! Oh! Ist zu spät gerafft, dass es ein Feind ist. Oh. Oh. Man könnte ihn nicht irgendwie auffällig anders. So richtig auffällig. Der auch noch eine Granate. So richtig kann ich ihn manchmal nicht unterschreiben. Okay, naja doch, die haben ja, sehen ja ein bisschen anders hier aus. Diese komische Flügel oder was das sein soll. So, jetzt könnten wir theoretisch das Schwert nehmen, aber nee. Leia hat auch nicht so viel Energie, dass es sich wirklich lohnt, deswegen. Ach, haben wir ihn gemacht davon. Ah, Scheiße. Oh. Ein schöner Unglück.
Ach komm. War nicht ganz hinten wahrscheinlich. Was ist denn das eigentlich, wenn man direkt von hinten zuschlägt, dann das eigentlich. Das ist aber ganz coole Teile hier, so aktive Tarnung, zack. Das ist dann unsichtbar. Oder getarnt den. Was macht der denn? Ich warte erstmal, bis das wieder voll ist. Was ist denn hier irgendwo ein großer? Ja. Genauso als mir vom Was hatte der? Keine gute Idee gewesen. Was sind denn meine Jungs eigentlich hier? Wo sind denn eigentlich meine Jungs? Okay, ich bin alleine. Dann sollte ich das doch ein bisschen anders angehen. Nicht in der Mitte angreifen. Mitbekommen? Das ist schön. Ach, schön wieder. Oh! Ja, jetzt ist aber auch hier wieder. Lade ich denn jetzt sogar noch? So kann mich keiner sehen, wie das ist. Hier runter. Ah, oh, nicht weg. Ja, schön am Laufband. Einmal wird hier nämlich auch so ein bisschen mitgezogen, denn. Cool, da sind jetzt nicht wenig. Guck mal, Granaten haben wir ja noch. Um zu überleben, musst du mich nur töten. Der Tod greift nach dir. Jetzt haben. Ach, neuer Kollege. Genau, wie war das so? Läuft auf jeden Fall schon besser als ich. Du willst doch nicht etwa verschwinden. Ah, schade, ich spring auch so gut weg, ey. Ha! Er hat mich nicht gesehen. Ey, ey, ey. Wo sind sie denn gleich wieder alle? Nee, nicht so gut hier. So, jetzt gucken wir mal, was das. Ach, das sind die Teile, genau. Laser. Schuss oder was das sein soll. Sie sind leider bloß, finde ich, sehr schwach. Also, waren noch nie so wirklich richtig stark gewesen. Deswegen lassen wir die einfach da mal liegen. Schön wieder. Aus dem Mund so diesen Atem rauskommt, da ist das sein soll. Ne? Sag mal. Für seine Kollegen da oben an ihre Wehren. Der ist weg. Ha! Der wird er sich auch von hinten anschleppen. Ich liebe die Waffe. Für die nicht so stark ist wie die DMR, aber um Allianzler zu töten, das ist ja, beziehungsweise sind ja hier keine Allianz, sondern sind ja jetzt Aufständige oder ja, Ketzer, wie sie hier bezeichnet werden, die also gegen die Propheten arbeiten.
gegen die Allianz. Schön easy. Easy cheesy ist immer gut. Das hat schwer zu rausgefallen. Ah, geht noch die Munition? Fein macht Schlangen auch keine großen Geräusche wie eine Waffe, dann würden sie nämlich auch alle aufschrecken. Ah, das kann ich in Ruhe lassen. Ah ja, okay, das hat ihr jetzt doch aufgelegt. Ach, jetzt schießen die Teile um. Oh, da rum, die hätte ich mal aufgelegt. Das freut mich. Franz, vielleicht sollte ich dir das verzeihen. Was denn, da kommt nichts immer. Noch inne? Huh, so denn nur. Und weg war er schon. Ja, da müssen wir durch. So, die haut noch. Mach das nicht so mal ernst! Brauchst eine Herausforderung, wa? Macht das nächste Mal ernst hier? Ist schon eine Ansage, will ich mal behaupten. Ach, ist hier was? Das Teil war was so. Oder Nadelwerfer. Ist doch hier. Oh, Benji. Müssen wir da ruf? Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Das ist er. Deine Wahrheit wollen Sie vertrauen. Das Orakel verteidigt ihr? Ich weiß gar nicht, ob das schon im ersten Teil erwähnt wurde. Auf zu jagen! Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf! Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Ich könnte nur sagen, gut. Okay. Jetzt geht's richtig los. Wir dürfen endlich mal in Benji fliegen. Wie kann man noch mal hier? Ich will nicht aussteigen jetzt. Wo gibt's einen größeren Schuss? Ach genau, erstmal kann man hier. Ah, da ist er. Das ist auch sehr cool bei den Benjis, dieses Ausweichmanöver hier. Und richtige Rockmusik hier. Naja, nicht ganz, aber... voll noch was anderes. Hey. Okay. Hab zwar nicht alles verstanden. So, komm her. Oh, da ist er. Das war schon Feuer raus hier. Ja, rausgesprungen. Was von dem? Ist das ein feindlicher oder ein Freund? Was sei denn, dass sogar Benji hier irgendwie austauschen kann? Ja, da sieht ein bisschen ramponiert aus. Da sind keine. Das müssen wir natürlich da auch beschützen, unser Phantom.
down. Shit. So. Weg. Ah, die haben ja Fleckgeschütz. Nein. Oh Gott, der Teil sieht aber richtig scheiße aus. Das kann man ja noch nicht mal für wie viele Euro verkaufen. Das hat keinen Verkaufswert mehr. Oh. Oh, jeder Schuss könnte hier der letzte sein. Jawohl! Das ist sehr praktisch. Kontrollpunkt gibt es hier anscheinend nicht, ne? Das ist ein bisschen schlecht. Da eigentlich die Folge schon wieder vorbei ist, aber gut. Ziehe ich die mal ein bisschen mehr durch hier. Das war's vom Anführer der Ketzer oder einem Banshee. Also weitersuchen. Ja. Na ja, gut, hier ist ein Kontrollpunkt. Gut, na dann würde ich sagen, wie es nächstes Mal weitergeht. Was sehen wir denn? Ich mache erstmal eine kleine Aufnahmepause und dann, ja, geht's in der nächsten Folge weiter. Also,